Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich könnte gerade einschlafen, sage ich euch. Machen wir aber nicht. Ihr wartet natürlich mega gespannt drauf, ob jetzt was fährt oder nicht. Ich muss euch leider enttäuschen, es fährt nichts. Aber ihr seht, es ist jede Menge passiert und wir haben was richtig Cooles in die Anlage eingebaut. Also bleibt dran, viel Spaß mit dem Video. Ja, wieder ein Tag vorbei. Jede Menge passiert. Auch wenn man das hier oberflächlich erstmal wieder gar nicht erkennen kann. Ich gehe aber gleich wieder im Detail drauf ein. Hier hinten seht ihr jetzt schon mal die vier Gleise. Ist jetzt alles schon schön unterteilt in die Meldeblöcke. Ja, dann haben wir hier noch was ganz Spannendes. Das zeige ich euch auch gleich. Ihr seht schon, die ganze Technik ist schon drin. Hier außen, was heißt die ganze Technik? Eben nicht die ganze, aber schon sehr viel. Auch hier sitzen schon die wichtigsten Geräte. Wir werden hier das Ganze noch ein bisschen einhausen. Das wird man später nicht mehr sehen hier unten, die Kabelverbindungen, sondern nur noch das hier wird man verschwinden sehen. Ansonsten war es das. Dann haben wir hier noch den Booster sitzen, hier hinten versteckt. Eingang. Schattenbahnhof, Schrägstrich Ausgang, Schattenbahnhof, je nachdem, von welcher Seite man kommt. Ja. Aber das Ganze kennt ihr ja alles. So, jetzt wollte ich euch aber mal noch was wirklich, wie ich finde, richtig Cooles zeigen. Alle warten natürlich gespannt darauf, fährt es jetzt hier? Ich meine, stehen ja schon Züge. Ich muss euch leider enttäuschen. Heute fährt hier noch nichts. Dafür haben wir was Tolles, richtig Tolles eingebaut. Und zwar, guckt mal, wir haben hier die Geräte sitzen, ja, die wir brauchen für die Belegmeldung und für die Weichen und so weiter und so fort. Hier später noch fürs Licht. Ja, und was, da kommt man ja nicht mehr dran. Ne? Das heißt, wir haben hier oben drauf eigentlich Dämmplatte, Hartschaumplatte. Das war schwierig, irgendwas zu finden. Ja, und das heißt, man würde das nicht mehr sehen. Ne? Man käme nicht mehr an die Geräte, ist natürlich blöd. So, das deshalb haben wir etwas gebastelt. So, jetzt stelle ich euch mal hier hin, damit ich es auslösen kann. So. Und dann hole ich euch wieder. So, ich bin halb fertig. Ich wollte euch nur noch ganz schnell zeigen, was der Grund ist, warum es heute eben nicht gerollt hat. Wir mussten uns das erstmal überlegen und Material organisieren und so weiter. Ja, wir haben hier also die Geräte sitzen. Das heißt, wenn wir jetzt im Fehlerfall irgendwie an die Anlage müssen, ein Gerät suchen oder ähnliches, das heißt, wir haben hier oben bei den meisten Geräten, genau, bei den meisten haben wir eine Taste, sodass wir es finden können. Und wir können uns das hier super beschriften. Das heißt, wir sehen das jetzt und später auch. Warum? Weil wir die Möglichkeit haben, hier einfach das nach unten zu ziehen. Das Ganze ist mit Magnet hier fixiert. Ja, so, zack. Und dann klappt das Ganze nach unten auf und wir können schön arbeiten. So, jetzt gehen wir mal nach drüben und gucken da. So, da sitze ich jetzt auf meinem Werkstattboden. Krieg gleich Mecker, weil meine Hosen schmutzig sind, wenn ich zurück nach in die Wohnung komme. Ja, also man sieht, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, wenn wir davor stehen, also wir stehen jetzt im Prinzip vor der Anlage, die Technik uns einfach komplett nach unten rauszuklappen. Ja? Wir haben insgesamt drei Klappen, das heißt eine hier, direkt daneben und noch auf der komplett anderen Anlagenseite nochmal eine dieser Klappen. Ich finde es eine klasse Lösung, weil man halt wirklich fix da dran kommt, um Zustände zu sehen, um irgendwas nachzumessen. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht dran müssen. In der Regel muss man das auch nicht, ne? Wenn so ein System mal läuft. Aber es ist sehr wartungsfreundlich, diese Klappe. Und ja, finde ich eine nette Geschichte, das hier klappbar zu machen. Ja, wie gesagt, sitzt im Moment ein Magnet, wird ein zweiter dazukommen. Und wir haben überlegt, machen wir einen Griff zum Öffnen oder was hin und her. Jetzt kommen. Wir haben uns einfach auf ein Loch geeinigt, sodass man das Ganze aufziehen kann. Ob wir das letztendlich wirklich machen, muss man mal gucken, weil nicht, dass man hier in die Verdrahtung greift. Ne? Das wäre natürlich nicht so gut. Was man eventuell noch machen könnte, wäre, jetzt drücke ich es nochmal runter. Was man eventuell machen könnte, wäre einfach an der Stelle hier so ein kleines Stück raus, sodass man mit dem Finger rein kann, um es dann eben nach unten zu ziehen. Griff wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ihr glaubt nicht, wie es in den Fingern juckt hier.
Und so wie es aussieht, geht es diese Woche auch noch weiter. Ich muss jetzt mal gucken. Also, ich habe jetzt hier die letzten beiden Tage echt intensivst mit den Mova Pros Arbeit reingehängt. Jetzt schauen wir mal, wie es noch läuft und was der Lockdown so bringt. Aber ich hätte halt, ja, Lust weiterzumachen. Ich war heute extra nochmal im Baumarkt und habe mich vor dem Lockdown mit jede Menge Dämmplatten eingedeckt, dass sobald hier die Verdrahtung komplett beendet ist, können wir nämlich ja, uns an die Landschaft machen. So in der Ferienzeit. Ne? Hier haben wir die andere Klappe. Die hängt hier im Moment hier nach unten. Das ist alles, wie gesagt, erstmal vorbereitet worden. Auch hier fehlt noch die ganze Verdrahtung von den weichen Antrieben. Das haben wir jetzt nur auf der anderen Seite geschafft. Die Anlage stand den ganzen Tag aufrecht. Das hätte ich euch gerne noch gezeigt, aber vielleicht im nächsten Video. Ich habe da jede Menge Videoschnipsel, da werde ich euch mit Sicherheit was schaffen, zusammenschneiden, schaffen, zusammenzuschneiden. So, Leute, man merkt schon, mir fällt selbst das Sprechen schwer. Ich bin so müde. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ne? Aber das Ergebnis sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss jetzt hier mal die ganzen Kabelreste und Hülsen und oh je, alles wegräumen. Dann geht's für mich ins Bettchen und dann war es das. Aber ich bin mal gespannt, was ihr zu dieser Klappenvariante sagt. Ich finde das ganz spannend. Finde das super und somit kommt man schön dran. Wir mussten auch irgendwo einen Kompromiss finden, weil die Gerätehöhe hier bei 10 cm oft nicht ausgereicht hätte. Es ist eben eine Rahmenbauweise und da muss man ein bisschen kreativ sein. Schön wäre es auch gewesen, wenn man das Ganze, die ganzen Digitalkomponenten irgendwie in Szene gesetzt hätte. Haben wir jetzt ja. Nur eben nicht zentral, sondern da, wo man die Geräte eben braucht. Das ist einfach funktionabler und praktikabler. Ganz einfach. So, gut. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die Videos aktuell mehr wirklich so Kurzupdates sind. Aber ich schaff's dann nicht noch irgendwie alles phänomenal zu schneiden über Tag, wenn wir so viel Leistung bringen. Weiter geht's im nächsten Video und wahrscheinlich gibt's. Nee, nicht wahrscheinlich. Es gibt morgen einen Livestream. Bis dann. Bleibt gesund und ciao.